suchen und zerstören. Jo Leute, der King ist am Mic. Mein erstes Commentary. Also werde ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Max. Mein Xbox Live-Name ist Vorana. Bin 16 Jahre alt. Gehe aufs Gymnasium. Yo, meine Hobbys sind mit Freunden halt was unternehmen. Und meist zocke ich mit denen. Und ja, jetzt werde ich auf meinen, ich nenne es jetzt einfach mal Spielverlauf zu sprechen kommen. Das ist einfach so, was ich halt für Spiele habe, seit wann ich zocke und sowas, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Ich zocke seit 2 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich angefangen Halo zu zocken, jetzt zocke ich es eigentlich gar nicht mehr. Das habe ich halt ein halbes Jahr gezockt. Dann habe ich schon Battlefield Bad Company 2 gezockt online. Zocke ich eigentlich hin und wieder, aber nicht mehr so oft. Auch noch. Ja. Und vor einem Jahr habe ich mir Call of Duty Black Ops gekauft und dann natürlich auch MW3. Und seit einem halben Jahr snipe ich halt durchgehend. So eine Zerstörungspartie eigentlich am liebsten, sonst auch. Aber ich finde, das andere ist ein bisschen, kann langweilig werden, wenn man keine Feeds schafft. Ich komme jetzt am besten auch nochmal darauf zu sprechen. Ja, ich habe ja schon eben gesagt, ich bin auf der Xbox 360. Und das Gamer Headset habe ich Triton Triton, keine Ahnung wie man es ausspricht, ihr wisst was ich meine. AX Pro. Mit dem Headset bin ich sehr zufrieden. Wenn ihr irgendwie Fragen zum Headset habt, wie man das anschließt oder sonstige Dinge, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich mach dann halt ein Tutorial, wie man das anschließt. Und recorden tue ich mit der Blackmagic Intensity Pro. Ne, Intensity Shuttle. So. Pro ist für PC. Und ja. Kann ich auch zeigen, wie man das anschließt. Ist kein Problem. Ja. Dann, wie viel zocke ich durchschnittlich am Tag? Werdet ihr euch wahrscheinlich dann auch fragen, weil ich ja jetzt bald eine Montage raushauen werde am 9. April. Spätestens für den Veto Clan. Kennt ihr wahrscheinlich alle. It's Brilliant, Veto Capone, Veto Dance. Da werde ich halt drauf. Werdet ihr mich sehen können. Und da fragt ihr euch wahrscheinlich schon, ja, wie lange zockt ihr so, um solche Clips hinzubekommen. Das ist eigentlich immer ganz unterschiedlich. Manchmal zocke ich so 2 bis 3 Stunden, so fange um 19 Uhr an und dann bis so 22 Uhr oder so zocke ich dann meist. Dann so 3 Stunden, aber das ist eigentlich nicht jeden Tag. Man muss natürlich auch die Schule lernen und sonstige Dinge erledigen. Von daher, ich zocke einfach auch. Dann wenn es einfach passt, weil wenn man einfach so mit Stress zockt, dann wird am eh nichts draus. Ich will wenn schon schöne Kills und sowas machen. Und Just for Fun zockt kommt für mich auf jeden Fall nicht in die Tüte. Und ja, ja, zum Gameplay habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir verlieren das auch 3-4, aber ich finde, das Gameplay kann ich trotzdem sehen lassen. Ich bin mit meinen Leuten, also eigentlich mit dem ganzen Clan, oder viele sind da aus dem Clan, die ich halt auch so kenne. Mit denen zocke ich halt. Die meisten von denen snipen nicht, bis auf Flo171, also die snipen normalerweise nicht. Flo171, von dem werdet ihr später auch noch was hören. Mit dem mache ich dann wahrscheinlich auch eine Dual-Tage. Richtig korrekter Typ, kann richtig gut snipen. Und ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sehen, dass wir Face als Clan-Tech haben. Wir sind nicht solche wie Fanboys oder sowas, aber die im Gegner-Team haben so ein bisschen aufgemuckt, weil einer so Face drin hatte, der ist dann aber geliebt. Und dann meinten wir so, ja komm, machen wir uns Face rein und so. Und dann haben wir die halt eigentlich schon recht gezogen dafür, dass wir halt, dass die meisten von denen, die ich in der FL habe, jetzt hier nicht snipen. Von daher haben wir die eigentlich schon recht gut gezogen. Worauf ich eigentlich jetzt auch schon zu sprechen kommen möchte, ist, ja, die Kommentatoren-Szene, ob die irgendwie gut ist oder nicht gut. Ich finde, die in Deutschland, die Kommentatoren-Szene, ist eigentlich bis auf ein paar Typen recht schlecht.
ich selber will jetzt auch nicht sagen, bevor einer direkt drunter schreibt, der kann selber nicht kommentieren, ist ja mein erstes Commentary. Ich hoffe, das kann es sehen lassen. Dazu auch noch, schreibt drunter, wenn ihr was gut findet, wenn ihr was schlecht findet. Daumen hoch, wenn ihr es gut findet, Daumen runter, wenn ihr es schlecht findet, aber immer Kommentar, egal, Daumen hoch, Kommentar, was ihr gut fandet und Daumen runter, Kommentar, was ihr schlecht fandet, sonst bringt es mir einfach nichts und da, ich meine, Daumen hoch oder Daumen runter ist eh dasselbe, ist eine Bewertung, von daher ist mir eigentlich auch egal. Jetzt habe ich leider den Faden verloren, nein, habe ich nicht, zum Gameplay, wie gesagt, die anderen Leute snipen mal nicht so oft, deswegen nicht irgendwie schreiben, das wären Kacknoobs oder so. Die werden euch auf jeden Fall alle ziehen. Hier, auch nochmal zum Gameplay. Nicht denken, dass ich hier irgendwie extra rumcampe oder so. Heli war draußen, ich hatte keinen Attentäter dabei. Hier fail ich erstmal meisterhaft. Und auf ihn reicht es wohl. Naja. Wegen der Kommentatoren-Szene, da wollte ich halt drauf zu sprechen kommen. Wen ich gut finde aus der deutschen Kommentatoren-Szene ist Max FPS und der Friseur und Phoenix 360. Und von den Amerikanern ist eigentlich so mein Lieblingskommentator Optic Hex. Ist eigentlich kein Hauptkommentator, aber ich finde ihn halt richtig korrekt. Ich sehe auch immer, wenn die MLG zocken und so, ist ein richtig korrekter Typ anscheinend. Macht auch einen sympathischen Eindruck. Und deswegen auch seine Art, wie er kommentiert, ist korrekt. Unterscheidet sich halt auch von den Deutschen. Und ja, die deutsche Kommentatoren-Szene, die ist auch ein bisschen so, ja, wenn man da einmal was Falsches sagt, kann man keinen Kommentar mehr drunter schreiben. Und sowas ist einfach unnötig. Ich meine, manche Leute denken auf gut, sind es aber wirklich nicht. Verdienen damit auch noch Geld und sind damit auch richtig bekannt und machen nichts anderes. Die machen das hauptberuflich und dafür lassen die Gameplays sich überhaupt nicht sehen. Meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. CK. Und ja, deswegen werde ich aber, glaube ich, auch noch mal im späteren Video zu sprechen kommen. Ich weiß nur, dass ich halt bei einem ganz bestimmten, ich werde ihm halt im nächsten Video richtig nennen, wurde ich halt gesperrt, weil ich einfach nur drunter geschrieben habe, ne, finde ich nicht gut, was du hier machst, oder irgendwie gefragt, ja, Störer gut, findet ihr Störer nicht gut, mal so, Störer ist was für Noobs, und dann wurde ich direkt gesperrt. Ich meine, was soll das? Ich habe einfach nur meine Meinung drunter geschrieben und dann wird man hier irgendwie direkt gelöscht. Ich meine, wenn irgendjemand einen dummen Kommentar drunter schreibt, das ist ja bei mir passiert, bei diesem Feed-Video, was kein Feed war. Ich hab's verstanden, dass es kein Feed ist, aber ihr guckt es euch ja trotzdem an. Ist ja ein Kill-Feed, kein Triple-Score-Feed. Und da schreibe ich halt auch drunter, wer scheiß Kommentar postet, kann 1 gegen 1 gegen mich machen. Habe ich kein Problem mit. Können wir gern austragen, aber bisher hat auch noch keiner so richtig den Mumm gehabt, das gegen mich auszutragen. Schreiben trotzdem so dumme Dinger drunter und ist ja wohl nicht sinnvoll. Und sowas finde ich halt sinnlos und sowas ist halt auch sehr oft der Fall. Ja, was wollte ich noch sagen? Meine Pläne sind halt, wie gesagt, Veto ist halt so das nächste, was anliegt. Die Montage macht für mich AOE 2, André heißt der. Den werde ich wahrscheinlich auch nochmal vorstellen. Ich meine, der hat ja für mich das Ganze editiert, das Ganze möglich gemacht. Auch nochmal hier ein fettes Danke an ihn. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal abgesehen von Veto, werde ich da auch nochmal ein eine Montage raushauen. Und vielleicht kennt ihr noch ein paar Seiten, wo man copyfreie Musik bekommt, also Musik, die man auf YouTube verwenden kann, auch wenn man YouTube-Partner ist. Das wäre echt korrekt, wenn ihr da eine Seite finden würdet. Und wäre echt korrekt, deswegen. Ich will nicht immer bei Music for Montage gucken. Ist eine richtig klasse Seite, aber ich glaube, es gibt auch noch bessere Lieder. Ich höre zwar selber, im Real Life höre ich zwar Hip-Hop,
Aber ich finde, für solche Montages bietet sich Rock richtig gut an. Ganz normaler Rock, jetzt nicht irgendwie Hard Rock oder irgendwie sowas, sondern ganz normaler Rock. Ich meine, bei It's Brilliant sind Skillet, die Band ist richtig cool, richtig Achtung, korrekt. feindliche Vorräte! Sowas fände ich halt gut. Zum Gameplay wollte ich eigentlich ja gar nichts sagen. Ich weiß auch nicht so genau, wie mein Score ist. Wir verlieren das Die Ding, Bombe wurde platziert! aber ich finde, vom Score her kann sich das Ganze trotzdem sehen lassen. Manche Leute, die es hauptberuflich machen, bringen hier was Schlechteres auf die Platte. Von daher, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer dass ich hier von so einer Noob-Claimer erledigt werde. Von daher verbleiben wir mit Wiederschauen reingehauen. Man hört von sich. Mission gescheitert. Nächstes Mal kriegen wir sie.